So, da bin ich wieder. So. Da bin ich da. Kara geht. Naja, egal. Was wollte ich jetzt eigentlich noch machen gerade? Ich war ein bisschen verwirrt. Gerade war ein Nachbar da. Wie vielleicht der eine oder andere mitbekommen hat. Wir haben ja hier im Haus einen neuen Vermieter und dem ist, glaube ich, so ziemlich alles egal. Der kümmert sich einen Scheißdreck um irgendwas. Falsch, wollte nach oben. Und naja, das gehen die mit ihren Sachen, was die Wohnungen angeht, auch zum Anwalt. So wie wir auch zum Anwalt. No? Ja, Blubi ist meiner. So. Jo, Mats. Du bist schon bei. Dem muss ich mal irgendwann noch ein Gehege bauen. Weil der immer abhaut. Nur mal hier ran. Schaut zu Hause dann mal, wie viel Dings da rausgekommen ist. Also, welches Problem haben wir denn, Kara? Ich wollte nicht aufs Dach. Sieht doch mittlerweile ganz gut aus. Da haben wir 1300 auf Lager. Sollten wir eigentlich finden. Es ist noch nicht viel von der Karte aufgedeckt. Von daher, sobald neue Chunks generiert werden, sollten wir es finden. Also da mache ich mir jetzt wenig Gedanken. Irgendwas wollte ich doch jetzt noch machen. Ach ja. Ich muss noch schauen, wie ich das mit den Ding machen. Mit den Inscribern. Dazu werde ich mal, glaube ich, auf dieser Seite hier ein Stück Loch ausheben. Kannst du gerne machen. Wir können ja mal versuchen, dass wir über Mistcraft eine eigene Farmwelt bekommen. Aber es müsste, glaube ich, über Soundcraft auch gehen, oder? Wie war denn das? Da war doch, glaube ich, auch was. Das mit den Büchern, war das Soundcraft oder Mistcraft? Echt dämlich. Ja, ich bin mir eben nicht sicher. Ich wechsle die beiden Sachen immer. Ja, genau, das war das hier mit dem Bookstand und dem Clubbuch für neue. Da müssen wir eher aufpassen. Ich weiß nämlich nicht genau, ob das stabil läuft oder ob es uns dabei, wenn er eine neue Welt generiert oder generieren soll, den Server nicht zusammenhaut. Mal ein Burgerchen essen. Müssen wir mal schauen.
die Nuggets laufen voll. Ich muss mir irgendwas überlegen, damit die. Wobei es eigentlich wurscht. Wenn die für irgendwas Barren brauchen, wir haben nicht genug, werden automatisch welche hergestellt aus den Nuggets. Ne, das habe ich ja gerade gesagt, Kara. Was wir allerdings machen könnten, wir müssten. Ah, mein Ohr juckt. Man müsste halt auf Reise gehen und schauen, ob wir von irgendwo das Teil herbekommen für Steep Dark. Weil den Rest mit die verzauberten Bücher etc., die habe ich ja alle schon. Den Kram von helfen wir schnell. Die Quadruppel Steine habe ich ja auch schon hergestellt. Soweit ich weiß, fehlt für Steep Dark jetzt eigentlich nur noch diese scheiß Kreuz fürs Portal, fürs Ritual. Den Rest, sprich Bücher und die Steine. Wieder rein. Also, das hier ist der Quintuppel. 4 Quadruppel braucht man ja. Dann braucht man die verzauberten Bücher, aber davon haben wir mehr als genug. Und dann eben. Genau, dieses komische Kreuzziegel-Dingsbums da. Wo ich immer noch nicht. Wo ich mir einfach nicht merken kann, aus welcher. Mod die ist. Aus Ender nicht. Was ist applied? Nein, das auch nicht. Was dann los? Aber du weißt, was ich meine. Dieses Gedöns-Dings da. Ja, Problem ist, Wilderkillen, ich habe noch nirgendwo ein Fortress gefunden. Und ohne Fortress können wir nicht ins Dings rollen, ins End. Soweit ich mich erinnere, für den Fall, dass es jetzt nicht noch anders geht. Früher ging es nur Fortress, dann Enderaugen setzen und dann rein wieder killen. Also. Enderaugen herstellen ist ja nicht das Problem. Müssten wir ja alles da haben. Ja. Wie viel braucht man eigentlich? Ich glaube, es waren 4 mal 4, 8. Zwölf, glaube ich. Ich möchte den Widder aber ungern in der Oberwelt spawnen, dann sage ich dir ganz ehrlich. Weil der macht mir zu viel kaputt. Und das möchte ich nicht. Wieso verwechsel ich den die beiden immer? Widder war ja der Schwarze mit den drei Köpfen, glaube ich, gell? Ich verwechsel den Scheiß immer. Ja, genau, es war der mit den drei Köpfen.
Ja, man konnte ihn entsprechend einsperren. Aber ich kenne das eigentlich nur im Creative Mode, dass du ihn in Bedrock einsperrst. Und zwar so, dass er halt mit den Köpfen im Dings spawnt. Irgendwo im Bedrock. So dass ihn einfach auf Dauer der Bedrock, dass er sich selber kaputt macht. Also da. Das ist halt die Variante, die ich noch kenne von früher. Du wolltest ja später Monster anhaben, dann muss ich erstmal hier bei mir ein bisschen Beleuchtung hier machen. Sonst brennt mir der ganze Rock hier vor der Nase. Ups. Das sollte hell genug sein. Das ist hell genug, aber hier vorne dann wieder nicht mehr. Ich bin nicht drauf. Und hier drin ist es sowieso nicht hell genug. Aber da ist mir eigentlich egal. Die kommen hier eh nicht hoch zu mir. So, du hast gesagt, du hast irgendwas mit meiner Rüstung noch mal gemacht. Soll ich mal gucken. Entschuldigung. Aber ich kenne mich mit dem Kleider gar nicht aus, um ehrlich zu sein, von der Rüstung, die du jetzt da gebastelt hast. Ich gehe mal hier hoch auf die Query. Was auch noch aktivieren. Also ich mag eigentlich leider nicht, wie man zusätzlich noch aktivieren muss. Das heißt, ich muss wieder irgendeine komische Taste kennen. Und welche soll das sein? Leider, der ist...